Es waren einst drei Nachbarsmädchen, die waren gar hübsch anzusehen. Sie wuchsen heran in dem Dorfe, wo uralte Häuser noch stehen. Da kam mal ein Zug angefahren, dann hat man die Mädchen gezerrt, aus ihrem Zuhause und gleich vielen im Viehwaggons heilig gesperrt. Es war auch der Vater der Bruder, der Bräutigam war auch dabei. Und weil die drei Mädchen still weinten, da trösteten sie alle drei. Es war eine sehr lange Reise hinein in ein sehr weites Land, begrenzt von drei stacheligen Zäunen, das schlug sie mit eisiger Hand. Der Bräutigam ist nachts erfroren, das Heimweh des Bruders war groß. Der Vater ist schlichtweg verhungert, die Eisbraut lässt sie nicht mehr los. Grabe der Herz allerliebsten, da frieren die Tränen zu Eis. Doch tief in den Herzen der Mädchen, da blüht auf die Jugend so heiß. Man zählte im Lager fünf Winter, die waren so unendlich lang, so wie auch die Reihen der Gräber, worin man so manch Leben zwang. Ein Zug kam dann wieder gefahren, die Mädchen sind mittlerweile Frauen, gebrochen an Leib und an Seele, doch immer noch schön anzuschauen. Es geht jetzt zurück in die Heimat, und jede erhofft sich ihr Glück. Doch bleiben in eisiger Kälte drei Gräber der Liebsten zurück.